Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu The Forest. Oh ja. Jo, und wieder mit am Start ist der Revano. Revano? Geil, kannst du das so, das R rollen? Ja, natürlich. Ja, roll mal ein bisschen das R bitte für mich. Rumpel. Und jetzt mal bitte noch was anderes bitte. Also es gibt ja ein Links, ja, was gibt's noch? Ein Rechts. Lang. Revano, hol jetzt jo, mal den cool. Stamm. Und da soll mir noch mal einer sagen, dass das nicht pervers klang jetzt. Hol mal den Stamm. Das war jetzt Revano-Style, entschuldigt bitte. Kann ich, warte, ich werf dir gleich den Stab euch schon an. Ich werf dir gleich den Stamm runter. Ich muss den Stab jetzt erstmal noch mal ein bisschen bearbeiten, dass der länger wird. Dann werfe ich dir den runter. Okay. Jetzt wollte ich gerade. Aber lass es Harz drin. Hey, was ist denn jetzt hier? Oh Gott, der Wagen ist umgedreht. Ich werde hier gleich zum Werwolf, ey. Ich sag euch das. Gleich rast ich aus hier. So, jetzt ist alles wieder gut. Jetzt ist alles wieder gut. Mhm. Na, 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 na. Jetzt ist alles wieder da. Oh. So. Onkel. Ich sitze auf meiner Bank. Bank, Bank. Und warte auf den Revano. Oh, oh. Alter Schwede. Da treibt aber das Nix-Tun, wa? Und ich drehe langsam durch. Und er dreht durch. Am Rad. Zack, zack. Ich wär wie hungrig, weißt du das? Zum Mitte, zum Sack, zack, zack. Nee, zum Mitte, zur Tille, zum Sack, zack, zack, oder so ähnlich, ne? Bim, bam, 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 bim, bam. Boah, Alter, Revano, mach mal jetzt hin, ja. Ja, ich hämmer doch schon. Ich hämmer doch schon, als wäre ich hier auf der Jagd. Auf der Jagd nach dem goldenen Stab, du. Aber wir brauchen bloß noch 260 Baumstümpfe. Ja, dann ist doch alles in Ordnung. Aber nicht mehr heute, nicht mehr in diesem Leben. Was? Nicht mehr in diesem Leben. Will ich hier raus. Bittisch. Bald gibt's keine Bäume mehr. Alle weggebäumt. Oh. Alter, du Verferkel. Du Verklärter. Ich Verklärter. Verklärt? Ein kleiner Rölps am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Schon wieder so ein eingeborener Affe hier. Mein Gott, haben die einfach kein Zuhause. Was ist nur los? Was machst du denn nur? Das wird ein Sitzpart. Ja, wenn du Pech hast, hast du sogar recht. Ich werde nämlich gerade getötet hier. Onkel, ich hab ein little problem. Mein little problem sind zwei komische Eingeborene. Dein little problem ist kein Problem, wenn du durch den gebackten Felsen langsam runterkommst. Ja, ich komm jetzt mit dem Wagen, tut mir leid. Ich muss mit dem Wagen runterbrettern. Oder ich werf ihn einfach runter. Und komm, der Wagen runter und ich überlebe dich wieder über. Wiederbelebt dich wieder. Kommt der Wagen runter? Kommt er? Ja. Er kommt runter. Kommen die Ausgeborenen auch runter? Ja, die springen dann daher. Oh, guck mal. Boah. Geil, oder? Wie erotisch der da runterkommt. Ist nicht so wie bei Onkel. Der kommt echt cool runter hier. Karl Onkel. So, ich will den jetzt in die Hand nehmen. Ich kann den irgendwie nicht berühren. Der ist so lang, ich komme da oben nicht dran. Oh, 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 was war das? Eingeborene. Ah. Okay. Er ist so. Schlag doch mal zu! Mach ich doch, ich schieß mit Pfeil und Bogen. Ach, ich meine doch meinen. Mein Gott, ey. Ich bin ja hier ich bin nicht Robin Hood, liebe Leute. Doch, ich bin Robin Hood, den habe ich erwischt. Ich bin Robin Revano Hood in the Hood. So, wo ist der alte Spagatwichtelfurz hier? Oh, jetzt habe ich den in den Fuß geschossen.
Ist er tot, endlich? Ist er? Ey! Was ist? Du hast mich angeschossen, du Vollpfosten. Na, das meinst du nur. Das wollen wir doch jetzt mal gar nicht so sehen, jetzt hier. Ah, ich glaube, ich brauche auch ein paar Beine und so. Ich habe Hunger. Alter, das klingt schon ein bisschen pervers, ne? Gib mir mal so ein Bein, ich habe Hunger. Ich bin so weit und du auch doch. Das hoffe ich doch sehr. Also hast du jetzt echt nichts geleistet hier und hast doch, ich habe 7 Bäume habe ich runtergeschleppt. Ich kann nichts dafür, wenn die mich angreifen. Ich bin nicht so faul und sitze die ganze Zeit da rum. Ich habe tapfer gekämpft wie ein Astronaut. Mhm. Ich habe 7 Baumstämme geholt. Du hast vorhin nur 2 oder 4 geholt und bist 2-mal runtergefallen. Also bitte, ja. Boah, 7 Stück brauchen wir für den. Es geht ja nicht darum, wie viel, sondern wie oft ich da hingelaufen bin. Ja, 2-mal habe ich. Ich bin ja genauso gesagt. Oft. Nein, ich bin das waren 4-mal Bäume. Hingelaufen, 2-mal runtergeflogen und du bist 2-mal hingelaufen und 2-mal runtergeflogen. Ja, was soll ich machen? Aber, das ist schon ein bisschen anders. Ja, gut, einmal war es aus Versehen wegen Bug und einmal bin ich. Ja, absichtlich. Bei mir war es genauso der Bug. Ich bin da absichtlich runtergesprungen oder was? Nee, bei mir war das ja die Eingeborenen da, die Ausgeborenen. Nee, du gehst hoch. Du gehst hoch. Nö, ich war jetzt die ganzen Parts oben. Ja, ich auch. War jetzt 3 oder 4 Parts oben. Ich war jetzt auch 3 bis 4 Parts oben. Ein einzigen Paar, ey. Ja, ich gehe ja schon. Geh weg mit der Axt, sonst verhau ich dich. Ich will auch mal faulenzen wie du. Was willst du? Ich will auch mal faulenzen wie du. Ich faulenze überhaupt nicht, arbeite hart. Ich geh jetzt erstmal Feuer essen. Und dann werde ich mir. Was denn? Ich werde mir jetzt erstmal einen Arm machen. Du gehst Feuer essen, okay, das ja, ist viel Spaß. Ja, auf dem Feuer essen und dann werde ich einen Arm drauflegen. Und dann werde ich das Bein drauflegen und dann werde ich mich hinsetzen und dann gehe ich wieder angeln, sammeln. Aber wieso bist du jetzt schon da? Mein Gott. Ich wollte gerade mein Bein hier rausschmeißen. Und ich werf's hier drauf und es brennt lichterloh. So, mal auf die Bank. Rabamirabam. Bum bum. Das Spiel ist genial und es macht so viel Fun. Wir brauchen noch 300 Parts für die Base. Bist du dir da auch sicher? Mhm. Onkel. Mhm. Erzähl mir was über dich. Du heißt Onkel, richtig? Dein Ding ist schon lang fertig. Echt? Alter, geil. Hast du den Turbo-Brutzler angemacht? Mein Ding ist immer fertig und einsatzbereit. So, jetzt gehen wir was trinken. Mein Dingelrad, dumm. So, jetzt renne ich hoch und hol mir ein paar neue Bäume. Und ich werde dann ein paar Bäume machen, ne? Kannst auch Bäume machen, wenn du möchtest. Ich werde dir die Bäume runterwerfen. Da ist das Ding. Mein Gott, du kannst da mitkommen in der Zeit, wo du dann jetzt so mit deinem geilen. Warum denn? Mach jetzt ja, mal hin. Pass doch auf, überleg doch mal. Du kannst doch dann runterspringen mit dem Baumstamm. Und dann haben wir doch wenigstens schon mal ein paar gesammelt. Mhm. Komm mit einfach, folg mir, komm. Los, lauft los. Ja, ich schieb den Einkaufswagen. Du hast dir vor uns die ganze Zeit rumgegeigelt und jetzt mal geigel ich mal rum. Ja, aber das ist doch nix. Du machst ja nix. Aber ich habe ja was gemacht, wenigstens. Ich habe Jaugen gejagt, ich habe Tauben gejagt, ich habe gegen irgendwelche Dinosaurier gekämpft. Eingeboren. Wow, du hast einen Vogel gejagt. Warte, ich jage einen Vogel, warte. Warte, ich jage einen Vogel. Hast du auch gemacht? Das hat gar ja, ich war aber auch ein paar Mal nach oben gekommen und hab dir geholfen. Du warst nicht die ganze Zeit alleine oben. Ach, ich hab dir wann auch. Denn? Wie wann denn? Wir haben doch zusammen alles gehackt und auf den Haufen und runtergeworfen. Was kann ich mich nicht erinnern. Ja, du bist alt, ich weiß. Alzheimer, das ist halt eine harte Sache, Onkel. Da musst du nicht mal. Boah, jetzt wurde frech. Das sind die grauen Haare, die du mir gezeigt hast, Onkel. Die haben Wirkung, ja. Oder war das nur das Licht? Man munkelt. Das war das Licht. Ja, ich will heute noch mal welche sehen, ja? Was? Hm? Was? 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 Nochmal. Was? Wie jetzt? Wo? Wann denn? Ja? Gewitter? Was? Wo? Nein. Wieso denn? Was Onkel? Denn? Wer? Hier.
Warum? Jetzt. Was? Hast du gesagt. Wo denn? Da. Was? Hinten. Wo? Am Berg. Aha. Jetzt. Tu es. Wo? Was denn? Ich war da. Wo denn? Am Berg. Und unten an der Hütte. Warum? Mauer. Wieso? Baut. Ich kann nicht, Onkel. Da oben sind 4 Eingeborene. Du weißt, ey, da machst du nieder, meine Hand. Nein, wie denn ohne dabei Lieder zu singen? Was? Du hast gesagt, ich soll sie niedermachen und dabei fröhliche Lieder singen. Hast du gesagt? Hast du schon wieder vergessen? Ja. Sehr schön. Absolute Wahnsinn schon im Fernsehen und bei YouTube. Okay. Jumei. Jumei. Keine Ahnung, was ich mit den Schnitzeln machen soll. Jumei, 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 Jumei. Ich hab nun eine Axt in der Hand und schnetzel alles nieder. Das Licht geht aus, der Onkel geht. Du bist so eine Lügensau, Wahnsinn. Was denn? Warum Lügensau? Was laberst du? Hä? Was? Warum Lügensau? Verstehe ich nicht. Wieso nicht? Ja, dann erzähl das doch mal. Ey, ich hab einen Vogel getötet. Was denn? Ein Vogel beim Hacken getötet, ist ja eine geile Situation. Was? Ich habe einen Baum gefällt und da ist direkt in meinen Flug ein Vogel reingeflogen, hat mir 3 Federn gegeben. Was? Ja, das war voll genial. Du bist geflogen? Nein. Du hast gerade gesagt, dass in deinen Flug ein Vogel reingeflogen. In meinem Baum. Nein, nicht in meinem Baum. Also in dem Baum, in dem Baum, wo ich reingehackt habe, da ist beim Hacken ein Vogel in die Axt geflogen. Fröhlich. Hast du es jetzt? Hast du es jetzt verstanden? Nee, was? Skywalk, mein Gott. Alter, selbst die Sau grunzt schon, wenn du dauernd, wenn ich es wiederholen muss. Also nochmal für dich. Da war ein Baum. Ich hab drauf gehackt. Dann kam ein Vogel. Mhm. Und der ist mitten in meine Axt reingeflogen, obwohl ich dich irgendwie den gejagt habe. Welche Axt? Die Feuerwehr-Axt. Und welcher Vogel? Ja, einer von diesen animierten hier. Wie meinst du das jetzt? Der ist da reingeflattert. Hab's nicht verstanden, erklär nochmal. Boah, da ist ein Eingeborener und der rennt auch freiwillig, meine Axt. Nein, da war ein Vogel. Der ist rumgeflogen, hat Federn da gelassen. Der ist in meine Axt reingeflogen, weil ich ausgeholt habe mit dem Schwung. Was? Du hast den Schwung ausgeholt? Ja, ich habe ausgeholt. Richtig hier die Achse. Fam. Links-Rechts-Kombination. Und dann habe ich den Fam? Fan. Dann habe ich den Vogel erwischt beim Holzhacken. Du hast einen Fan im Spiel? Ja, ja. Du. Du bist mein größter Fan. Hast du gesagt. Mhm. Hast du auch wieder vergessen, ne? Ja. Du solltest dich untersuchen lassen, mein Freund. Du solltest dich untersuchen lassen. Ich kämpfe gerade hier gegen Chewbacca. Ich auch. Irgendwas stimmt mit dem Baum nicht. Der Baum ist kaputt. Er fällt nun hinunter. Ich nehme das Holz und bau weiter munter. War das schön? Hat dir das gefallen? Wenn du magst. Jo. Ich habe keine Lust mehr auf diese dreckigen Blöden. Der sollte ihn mal mit dem Wildschwein anlegen. Die Sau kommt her, die Sau rastet aus. Ich muss gerade mal gucken, wo ist denn jetzt unser Haus? Ach da. Ich häng fest. Verreckt ihr denn nicht? Okay, da verreckt. Oh, na endlich. Was denn? Eingeborene waren die anderen. Ich werde auch gejagt von Ausgeborenen. Die sind so dreckig und auch so blöd, aber ich töte sie alle. Warum machst du das? Es ist so gut, du bist so gut. Oh nö! Ich will nicht wieder in Baggy Town sein. Ich will jetzt einfach mal hier einen Felsbrocken, wo ich das runterwerfen kann. Ohne dass irgendwas Brutales. Na endlich! Wie na endlich? Ich bin schon die ganze Zeit dabei. Das war doch vorhin mit oben und hab dir den Baumstamm abgenommen. Hast gesagt, so 2 nehmen und runtergehen. Hab ich auch gemacht. Ja, finde ich auch gut so. Dass du mal was machst.
dass du mal an die Arbeit kommst. Dass du mal was tust hier. Hast du es schon? Ja, da kommen 6, 7 Stück sind auf dem Wagen, immer noch. 7 Stück. Meisterchen? Meisterchen? Zickchen. Ja, Alter, du weißt ja, wie das ist, ey. Ich fühle mich hier echt, ja, weiß ich nicht, ey. Das ist echt. Was weißt du nicht? Du weißt immer so viel. Also, nicht. Wenn das Spiel vorbei ist, bin ich auf jeden Fall der übelste Holzfäller, liebe Leute. Ich habe das echt drauf jetzt. Bin jetzt der absolute Holzfäller hier. So, Baumstämme sind alle. Hol mal neue. Ja, Frau, ich gehe schon an die Arbeit. Ich werde ja schon das Feuerholz aus dem Keller holen. Da wird doch mal Zeit, dass du mal was machst. Ja, eben, ey. Unglaublich hier. Unbelievable. It's not real. It's unbelievable. Meine Hand ist eingeschlafen. Ich spüre sie nicht mehr. Nun kann ich gleich sagen, es ist die fremde Hand. Oh. Was? Oh, mein Arm. Oh, scheiße, Blut. Lauf rein. Zeig mir, dass ich lebe. Oh, das sind Schmerzen. Ich habe gar kein Gefühl mehr drin. Weiß, sind Schmerzen, aber du hast kein Gefühl mehr drin. Ja, das tut einfach weh. Das ist so beides, weißt du? Oh, da stehen ja schon wieder 3 nackte Männer vor mir. Mein Gott, ey. Werden die mal nicht alle so pervers hier. 4 Stück sogar. Ja, Onkel, was soll ich jetzt machen? Ey? Ich muss jetzt erstmal kurz weg hier. Ja, du bist ja da unten, der nichts macht. Du hast die ganze Zeit Ruhe gehabt. Bei mir sind hier die ganzen Bullen. Ja, ich hab hier auch ein paar Eingeborene gehabt. Die hab ich halt weggebracht. Ausgeboren hast du gehabt, ja. Hier liegt einer an diesem Stein. Ja. Hier liegt einer. Natürlich ist ein Stein, ich weiß. Hier liegt einer. Den hab ich ja auch getötet von da oben. Du. Ja, klar hab ich ihn getötet. Deine Mutter. Ja, die auch. Die wird alleine damit fertig. Die baut auch das Ding in 2 Minuten. Aber nö. Mann, was will der denn? Ich hab nichts zu kaufen. Dich essen. Mann, ich bin auch total nicht lecker. Ich schmecke nach Holz. Boah, ich hab dir voll den Pfeil in die Brust geballert. Voll in die Brust geballert, ey. Das hab ich gerade am Boden geschossen. Ja, ich hab mir erwischt. Ja, ich hab mir erwischt. Und die kommen von hinten. Die kleinen Spagatmänner hier. Oh, ich hab keinen Bogen mehr. Oh, ich muss weg. Onkel, ich komm runter. Onkel, sie kommen. Du hast doch eine Axt. Ja, aber das sind 5 Stück und ich komme gegen 5 nicht an. Und ich habe keine Medizin mehr. Keine Medizin. Keine. Ja, bleib doch einfach an der Seite, bleib doch einfach an der Stelle stehen, wenn sie hinter dir runterkommen. Kann man auch Medizin fressen? Ja. Bringt aber nichts. Ich habe keine Medizin, ich bin so krank. Und du, jetzt sind sie weg. Ah, schön. Kannst ja oben weitermachen. Warum ich? Du bist dran. Nächsten Part dann, morgen, also die nächste Session wieder, werde ich dann wieder weiterbauen. Absolut kein Problem. Weil ich habe ja die meiste Zeit gearbeitet jetzt und ich verstehe das. Der Onkel, der muss halt sich ausruhen, ne? Richtig, Onkel? Na klar. Nee? Ich habe das Walkie-Talkie angemacht, ich wollte dich mal anfunken, ist das okay? Nein. Warum nicht? Wieso ist das nicht okay? Sag mir das. Wieso? Hier waren doch die Tabletten drin eigentlich, oder hast du die geklaut? Die kommen immer noch bei Neustart. Ach, scheiße. Ich würde gerne mal so eine. Oh, ich bin gleich tot. Ich weiß nicht, wie ich mich heilen soll. Heilt man sich nicht durch Essen? Leg ich mal ein saftiges Bein drauf. Oh. Boah, gerade noch gelöscht. Fette Baseline. Fette Base in the Base in the Base. Ich trinke die ganze Zeit und es schmeckt mir so gut. So, mein halbes Bein ist gleich gegrillt, ja. Schön der Knochen noch abnagen. Okay. Lecker, lecker. Ey, da halt mich nicht. Das Bein hat mich nicht geheilt. Ich brauche nur einen Schlag, einen Pups und ich fall tot um. Was gibt's da für eine Möglichkeit, wie ich mich heilen kann? Medizin. Ja, hab ich nicht. Außer jetzt irgendwelche Tabletten. Kräuter. Hab ich keine. Ja, dann gibt's keine Möglichkeit.
Das ist schlecht, Onkel. Das. Du, ich habe die ganzen Kunden, die dir hinterher gerannt bist, getötet. Das war jetzt auch so schwer. Ja, du, ich habe auch keine Energie gehabt. Ma, puh, ausreden. Nö, ich war ja echt am Ende. Ma, puh, ausreden. Kannst du mich eben töten? Ein Schlag, und ich bin tot. Dann kannst du mich doch wiederbeleben mit Heilung. Dann bin ich wieder fitter. Jetzt brauche ich nur einen Pups und ich fall tot um. Der Onkel darf mich töten. Er hat die Erlaubnis dazu. Und tot. Ne, noch nicht. Einen noch. Jetzt. Und bitte beleb mich. Oh ja. So, tschüss, geht's beim Sammeln. Naja, genau. Beleb mich. Hallo? Dankeschön. Oh, ich bin sogar voll geheilt. Und ich habe alles noch. Sehr schön. Onkel, was sagt die Uhr? Ja, da brauche ich ja gar nicht mehr hoch, Bäume sammeln zu gehen. Ja, dann nehmen wir noch hier das Vieh auseinander und dann ist gut. Oh, du hast wieder eine Frau getötet. Du Frauenmörder. Und Stämmer. Ja, ich werde auf jeden Fall jetzt dann gleich noch The Fear of the Walking Dead nochmal anschauen. So, meine lieben Freunde, und ja, also das heißt dann, die nächste Session wird dann eine Aufzeichnung von unserem lieben, von unserem Livestream sein. Oh ja. Jawohl, ja, ich habe noch keine Ahnung. Ja, gut, die Folge ist ja sowieso erst nach dem Livestream. Das, ja, wir schauen mal. Aber ich sage, ab morgen kommen dann die Folgen mit dem Livestream. Und was wollte ich denn überhaupt in der letzten Folge ansagen? Ja, dass ab morgen ein Livestream kommt. Ja. Aber alles, was ich ansagen will, ergibt überhaupt keinen Sinn. Weil ja der Livestream, wenn ihr die Folge hier schon seht, schon rum ist. Ja, dann vergessen wir es einfach wieder. Und ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr habt unter den einen Part drunter geschrieben, wie ihr es gerne haben möchtet, den Livestream. Könnt ihr auch einen anderen auch noch drunter schreiben, unter anderen Parts, falls ihr das vergesst, unter welchen Part das war. Ist kein Problem. Okay. Ja, das kannst du jetzt noch nicht sagen, dass dieser eine andere Part oder ist. Ja, ist ja gut, das ist da auch schon wieder zu spät. Ja. Okay, ich bin jetzt ruhig. Jo, also dann, liebe Freunde, mal schauen, wie ihr euch entschieden habt. Ab morgen, wie gesagt, kommt dann die Livestream-Session. Ich bin noch am überlegen, wie wir die machen, ob wir die dann auch partsweise 20 Minuten, weil Livestream ist immer kacke, da kannst du ja nicht abbrechen einfach, das geht ja nicht. Da müssen wir gucken, wie wir das machen. Oder ich fahr zum Onkel und mach das bei ihm. Und ja, ja, klar. Drei schon. Und ja, würde ich sagen, bis sehen wir uns dann morgen. Ich wünsche euch allen was und ja, gute Nacht, guten Tag, guten Morgen, keine Ahnung, wann ihr das gerade anguckt, und gebt ein Däumchen. Oder zwei. Wenn ihr Bock habt, wenn es euch gefallen hat, wenn nicht, dann halt eben nicht. Und abonnieren, gerne könnt ihr machen, aber bitte dann auch dranbleiben und noch weiter kräftig Videos schauen, denn sonst hat für uns ein Abo nun mal keinen Sinn. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen. Bis dahin. Vielen Dank. Ciao. Ciao.